Yes? Kind of stuck over here. So, die, die... Können wir die Spinnkönigin übernehmen? Flash. Tatsache, die können wir übernehmen. Shed no blood. Wir sind einfach tot, wurden von ihrer eigenen Brut getötet. Das ist natürlich praktisch. Absolutely. So, da ist nur die Frage, wer haust hier unten? I'm on the trail. Wo die ganzen Knochen sind, wenn hier oben die Spinnenkönigin haust. Orlin, human. Oh, and some Hamawa bones. Ein Bär. I'm here. Noch ein Bär. Die Höhle ist mit Schilden von Knochen von verschiedenen Gestanden und wilden Tieren übersät. Sie wurden vor etwas mit Reißzähnen so dick wie am Maunerfinger zerdrückt, zerrissen, abgenackt und zer... Ja, hier ist der Oger. Als du im Schuss der Dunkelheit vorrückst, beginnt der Boden unter dir zu beben. Du hörst die schwerfälligen Schritte, röchelndes Atem... Und knochenzerberstendes Knacken. Aus dem Schatten kommt ein über 3 Meter großer, muskelpackter Oger heraus. Er beißt herzhaft in ein behuftes Bein mit rosa Fleisch und wirft es zur Seite. Er beobachtet dich unter dem dicken Dickicht seiner Augenbrauen. Hm. Für einen Dörfler zu gut ausgerüstet. Dann ist er ein Bandit von der Straße. Muss so sein. Der Oger schnaubt, festigt den Griff um seine Keule. Ich habe zurückgezogen gelebt. Niemand habe ich getötet. Gut, vielleicht außer den Narren, die leichtsinnig genug waren, mich bis hierher zu verfolgen. Warum suchst du nach mir? Ich suche nach einer jungen elfischen Edelfrau. Sie ist verschwunden. Koraks wütendes Knurren gibt einen Blick auf diese gelben Zehen frei. Ich habe mich gemüht, Bestandene zu meiden, besonders solche, die Suchmannschaften aufstellen könnten. Er kratzt seine Fingerknöchel und äugt dich. Hier ist sie nie vorbeigekommen, dann... Bin ich mir sicher. Dann werde ich woanders nachsehen. Zuerst aber wollte ich dich noch etwas anderes fragen. Er schaut auf einen Punkt über deiner Schulter, als ob er erwarten würde, dass gleich jemand hinter dir hervorspringt. Sprich schnell. Ein Bauer aus Dürfurt behauptet, du hättest seine Schweine gefressen. Er rammt seine Faust in die Wand und brüllt. Dann hätte ich diesen verdammten Bauern fressen sollen. Ich habe unterschätzt, wie sehr diese Dörfler ihre Schweine lieben. Für einen Oger ist er ziemlich schlau, muss ich sagen. Beruhig dich, vielleicht solltest du mir etwas anderes erzählen. Sein zähnefletschendes Stirnrunzeln verstärkt sich. Was? Wenn du nur hier, dich nur hier um deine eigenen Belange gekümmert hast, woher kommen all diese Knochen? Er knirscht ungeduldig mit den Zähnen. Die meisten haben die Spinnen erwischt. Der Rest ist auf der Suche nach Streit hier hereingeplatzt. Was hast du in dieser Höhle verloren? Ich verstecke mich hier vor Leuten wie dir. Er kratzt an einem Stoßzahn und starrt dich an. Gestandene von seltsamen Stürmen aus ihren Heimatstädten getrieben. Banditen auf der Suche nach Blut und Gold. In der Nähe von Gestandenen ist meine Sorte bestenfalls unsicher. Aber jetzt, die Gemüter erhitzen sich und bei euren Alchemisten steht Ogerblut hoch im Kurs. Er greift seine Keule noch fester. Der Wirrwarr ist riesig. Bestimmt kannst du einen besseren Ort für ein Versteck finden. Er macht seine Keule im Boden. Meinst du etwa, ich hätte mich nicht umgesehen? Ich bin vom Iskeen bis hierher durch den Wald gelaufen, um ein besseres Versteck als eine Höhle voller Spinnen habe ich bisher nicht gefunden. Er packt seine Keule mit beiden Händen und zieht sie näher an sich heran. Und du scheinst klug genug. Scheinst klug zu sein. Du verstehst sicher, dass ich dich nicht gehen lassen kann, nachdem du mich hier gefunden hast.
mal lügen. Ich habe gehört, dass ein Stück dem Fluss entlang noch ein Dorf liegen soll, in dem es viele Schweine gibt und saftige Dörfler. Nein. Lass dieses Dorf ins Frieden. Nochmal werde ich dir das nicht sagen. Du musst nicht in dieser fürchterlichen Höhle bleiben. So ein stattlicher und starker Ogre würde doch da draußen im Wald bestimmt keine Probleme haben. Dieser Ort ist nicht sicher. Selbst wenn du mich tötest, wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis sich jemand anderes findet. Dieser Ort ist nicht sicher. Er meint die Zähne und starrt dich mit strengen Augen an, die er vor Zorn zusammenkneift. Korgak atmet tief und schwer, scheint jederzeit angreifen zu können. Doch schließlich lässt er seine Keule fallen. Genau davor hatte ich Angst. Er seufzt und schnauft dich mit einem übelriechenden Atem an. Die Zeit zum Weiterziehen scheint in mir gekommen. Wohin wirst du gehen? Dürfold könnte für dich wieder zu einem sicheren Pflaster werden. Du musst dich nur um Rumbald kümmern. Das ist der Bauer, der ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt hat. Nein, das sagen wir nicht als Paladin. Bestimmt nicht. Wohin wirst du gehen? Welch Zufall, dass du fragst. Du erinnerst dich, dass ich von Zwillingswurm sprach, als wir uns das erste Mal begegnet sind. Mir wurde erzählt, dass dort einige Ogre leben, und zwar nicht als Diener oder Sklaven. Ivarias zuckt mit den Achseln und lächelt Korgak an. Den Ruinen wird es wohl nicht gefallen, aufgegessen zu werden, aber vielleicht kann Korgak ja lieb mit ihnen spielen. Zwillingsulmen? Der Ort ist so gut wie jeder andere auch. Wenn ich es mir recht überlege, habe ich eine andere Idee. Nämlich? Ich habe in Kett nur eine Festung. Wenn du mir hilfst, sie zu verteidigen, dann kannst du so lange bleiben, wie du willst. Ich will den Ogre ehrlich gesagt nicht nochmal in Ketnur haben. Ich nehme es zurück. Zwillingsulm klingt es, als wäre es für dich geschaffen. Er fängt an, wieder zurück in den Schatten zu schlürfen. Ich werde mich bald auf den Weg machen. Bis dahin kannst du so oft kommen und gehen, wie du willst. Ich werde dir keine Schwierigkeiten machen. Okay, wir haben Geld gekriegt und Geld verloren. Oh, und Palegina hat ihre Quest abgeschlossen. Das Geheimnis des Brunnens. Palegina stieg in die Tiefen des Brunnens vom Weißkranz und stellte fest, dass das Fundament des Brunnens aus lebendem Adra bestand. Die Geräusche aber stammten von Wichten, die von ihren Müttern in den Brunnen geworfen worden waren. Insgesamt hatte ein Dutzend Frauen aus Weißkranz und den umliegenden Wäldern ihre Kinder in den Brunnen geworfen, nachdem sie erfahren hatten, dass sie sich zu Wichten verwandeln würden. Einige waren gestorben, aber andere hatten den Sturz überlebt und konnten sich von kleinen Nagetieren und anderen Kreaturen ernähren, die durch die zerstörten invitanischen Tunnel unter dem Brunnen huschten. Palegina war gezwungen, die aggressiven Wichte zu bekämpfen, kam jedoch schließlich wieder aus dem Brunnen geklettert und berichtete dem Dorf, was vorgefallen war. Einige Gemüter gestanden sofort, was sie getan hatten, andere flohen aus dem Dorf. Letztendlich hat niemand das Verlangen, jemanden für das zu bestrafen, was geschehen war. Wickellaken. Starke Zauberbindung, Rückruf der Agonie. Und Zauberwirkung, überwältigende Welle. Erfahrung und Geld. Aha. Gut, jetzt haben wir gerade nichts offen. Das endet in 8 Stunden. Not eines Bauern. Da ich mich um den Ogre gekümmert habe, kann ich nach Dürfurt und zum Bauer Rumbald gehen. Korgak versprach, das Dorf zu verlassen. Das sollte für Rumbald genug sein. Gut, wir zwei mögen ein Missverständnis gehabt haben, aber für alle anderen, die hier reinlaufen, sollte ich nichts garantieren. Gut, das meiste sind Wildtiere und ein paar Mauner und ich glaube ihm ja auch irgendwie, dass die Spinnen das meiste getan haben. Mit der hässlichen großen Spinnenkönigin. Mich wundert es nur, dass die Spinnen ihn toleriert haben. So, wo kommen wir hier raus? Also wenn wir den zweiten Ausgang nehmen. Ach, hier oben. Zerfetzte Notiz. Diese Notiz ist bloß verschmiert und zerrissen. Die Ränder sind mit einer Art Farbstoff verwischt. Auf den lesbaren Fetzen kannst du hastig geschriebene Anweisungen ablesen.
zur Vermeidung des Eingangs im Turms Durchgang durch mein Geschäft würde die Aufmerksamkeit von auf sich ziehen. Der Dürrwacht mag ja mit unseren Zielen sympathisieren, aber einen Tempel würden sie nicht genehmigen. Noch nicht. Schlüssel zum Eingang am Fluss östlich vom Dorf. Vorsicht auf der Straße. Zurzeit gibt es Berichte über T. Das Gain Kultisten und Initiiertenkutte und ein Schädelschlüssel. Tagebuch wurde aktualisiert. Korak, der Ogre, stritt ab, Elis gefressen zu haben. Ich glaube nicht, dass er irgendwas zu verbergen hatte, aber vielleicht Tirgil. Bei Erkunden einer Höhle östlich des Flusses Bel fand ich eine Leiche mit einer Mitteilung und einem Schlüssel mit Totenkopfgriff. Die Mitteilung erwähnte eine Art Geheimtempel mit einem Eingang im Fluss Nähe und einem anderen in einem Turm hinter einem Laden. Die Mitteilung war mit Farbklecksen beschmutzt, mit T unterschrieben. Mhm. Ja. Das heißt, wir kommen doch über die, hier über Dürfurt, also über die Flusskreuzung, in den Scan-Tempel. So, das heißt, wir können nur nach Norden von hier aus weiter. Also dem Flusslauf folgen. Nachdem wir uns mit so vielen Spinnen rumgeschlagen haben. Gucken wir uns erstmal die Insel hier an. Wobei, die Insel sieht so aus, als ob... Ja, Xauripshausen. Die Insel sieht so aus, als ob hier der andere Tempeleingang wäre. Oh, hier sind die jungen Drachen. Ich werde ruhig wie ein kalmes See sein. Which is not very quiet. Also die Lindwürmer sind hier. Die sollten eigentlich keine Probleme machen. Shed no blood. Der verstärkte Hieb ist aber auch nicht schlecht. Den kann man auf einem Verbündeten machen. Oh, Lindwurmflügel. Und ein bisschen Geld. Okay. Aber irgendwas hat hier Lindwürmer getötet, was etwas stärker zu sein scheint. Oh, Drachenjäger. Stand together. Dann machen wir das mit der Klinge gleich nochmal. Dann würde ich sagen, gucken wir uns noch schnell hier in der Richtung um. Aber hier scheint es... Oh. Wir hatten den... Ach, Herr Jemine. Wer hat die denn eingeladen? Ziehen sie sich zurück? Die Sumpflaurer ziehen sich zurück, aber die Pfeffgras nicht. Hm. Ah!
Au. Okay. Dann würde ich jetzt aber sagen, bevor wir uns mit den Sumpflauchern anlegen und mit den Drachenjägern da oben, erstmal gehen wir noch schnell Hibarias sein Level ab. Ein Punkt in Überleben. Bonuszauber der dritten Stufe, erledigt. Sehr gut. So, und dann speichern wir hier mal. Das wäre dann Let's Play 020, wenn ich richtig gesehen habe. Ja. Speichern. Und dann machen wir einen Cut hier. Also, bis gleich.